Oh. Hey meine Rabauken und guten Morgen. Wir befinden uns, zu Hause und wir sind jetzt gleich auf dem Weg zur Arbeit, denn unser Kühlschrank ist leer. Wir müssen unsere Brötchen verdienen und die werden wir heute verdienen, indem wir einen Gaming-Laden eröffnen. Okay, let's go. Clara, was machst denn du hier? Hallo, mein Name ist Clara. Ja gut, das kann ich doch über den Kopf sehen, bist du doof? Ich bin deine Nachbarin. Ich werde dir beibringen, wie man ein Internetcafé führt. Als erstes gehen wir mal zu deinem neuen Café. Okay. Mein Internetcafé. So. Open. Genau, wir haben nämlich geöffnet. So, als erstes meinte sie, wir sollen hier... Oh, wie cool das aussieht, ey. Geil, geil, geil. So, wir sollen zuerst mal in das Shop-Menü gehen. Warte, die hat mir hier wirklich einen Roman geschrieben. Meine Güte. Wir müssen in den Shop reingehen und müssen hier mal von allem Level 1 kaufen. Wir kaufen Level 1 Tisch. Wir kaufen einen Level 1 Stuhl. Wir kaufen einen Level 1 PC. Wir kaufen einen Level 1 Monitor. Wir kaufen einen Level 1 Tastatur und einen Level 1 Maus. Und dann sind wir wirklich auch schon fast pleite, ey. So, das sollte uns jetzt geliefert werden. Wo haben wir denn die ganzen Sachen hier, die ich bestellt habe? Ich glaube, die landen jetzt hier, ne? Aha, hier haben wir alles. So, und die müssen wir jetzt platzieren. Passt mal auf, ey. Ich würde sagen, den platzieren wir hier in der Ecke, oder? Zack. So, okay. Genau, jetzt PC. Boom, PC ist grün. Jetzt Monitor. Boom, Monitor ist grün. Jetzt machen wir Tastatur. Tastatur ist grün. Maus. Maus ist auch grün. Ne, Maus ist nicht grün. Haben wir auf die falsche Position irgendwie gesetzt. Warte mal. So, und damit ist der PC an. Okay, Delfin. Okay, der guckt irgendwie SeaWorld oder so. Damit haben wir unsere erste Geschichte an. Jetzt muss ich nur noch meinen Lade. Gehen wir aus dem Shop raus. Ich muss irgendwie meinen... Ah, hier steht, guck mal. Was? Man kann Essen senden? TNT explodieren? Was kann denn... Okay. Jetzt sollten wir geöffnet haben. Ah, nee, jetzt haben wir geschlossen. Verdammt, wartet. Jetzt haben wir geöffnet. So, kommt her, meine Kunden. Da kommt doch... Clara? Warte mal, aber ich habe neben Clara... Habe ich hier noch... Hier stand doch noch jemand. Hier, genau, der hier. Ethan. Was will der denn? Hat der hier auch noch was für uns? Der hat Quests! 50 Besucher... 75 PCs, 500 Mal... Ah, die können auch Essen jetzt bestellen. Und TNT kann auch explodieren. VR-Brillen gibt's. Und Videospielkonsolen. Okay, das ist übelst krass, was es alles gibt. Aber wir müssen ganz schnell zurück, weil wir haben unseren ersten Kunden hier. Und der sitzt am PC. Eine Minute noch, dann kriegen wir das Cash. Geil, 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 geil. Ah, der Timer läuft noch nicht, denn wir müssen zuerst den annehmen. Das heißt, wir gehen hier in mein Café rein. Er hat jetzt eine Minute, aber der Timer läuft ja noch nicht. Das heißt, wir gehen jetzt in unsere... Hier, der will $98 für eine Minute Computer spielen. Kriegt er doch, natürlich, natürlich. Ey, es gibt hier so viel, glaube ich, noch zu erkunden. Es scheint irgendwie auch Räuber zu geben, wenn ich das mit dem TNT richtig verstehe. Wir haben aber sehr viel Geld. Das heißt, wir können ruhig mal in den Shop rein. Und eine Arcade-Maschine leveln. Das hat mein ganzes Geld gekostet. Alles. Ich habe noch $4. Diese Arcade-Maschine hat alles gekostet, was wir haben. Und die kommt hier hin. Bitte erwirtschafte mir jetzt Geld mit Tetris, Alter. Ansonsten bin ich hier full complete, ey. So, $4. Wir kriegen aber gleich Geld von dem Atzen. Das heißt, mit Shop ist jetzt erstmal nicht viel. Okay, $63 durch die Arcade-Maschine. Die muss ich auch nicht annehmen. Die gehen da einfach dran und zocken. Das ist perfekt. Ich habe da gerade was im Deep Web gefunden, das Darknet. Hier kann ich nämlich TNT kaufen. Und mit TNT kann ich Obsidian zerstören. Und ich zeige euch auch mal, was das Obsidian nämlich macht. Mit Obsidian kann ich mich in Gebäude reinsprengen. Zum Beispiel hier Kerzen oder hier King Sky oder da hinten, da haben wir Backtime, da kann ich mich in diese Geschäfte reinsprengen. Und hier haben wir ein Ikea, hier kann ich auch nochmal Sachen kaufen. Das sind Special, oh, eine Mindstation, eine Playstation, eine Xbox. Okay, Alter, das ist so krass gemacht. Aber die Sachen sind arschteuer, Alter. Das kostet Rubine. Ich weiß nicht mal, wie ich Alter, ich weiß nicht mal, lass mal kurz mit denen quatschen. Ja, die wollen gar nicht mit mir reden. Die haben gar keinen Bock auf mich, weil ich so ein Geringverdiener bin. Mann, ey. So, wir gehen zurück in den Laden. Wir haben nämlich ein bisschen Kohle verdient. Da kommt doch schon der nächste Gast wieder angelaufen. Sieht auf jeden Fall zockwütig aus. So, wir können hier die Request... wir können die Request annehmen. $196 gibt er uns. Okay, und wir können hier ein Tablet kaufen. Damit können wir dann einfach von überall den Computer benutzen, okay. Okay, wenn wir einen weiteren Raum kaufen, können wir eine Küche machen. Wir können uns auch Angestellte holen. Okay, wir können eine Sicherheitswache holen, einen Koch, eine Katze irgendwie und, also das ist ein Kellner und ein Operator, der quasi diese Quest immer an, was wir gerade gemacht haben.
Café, wir können auch diese ganzen Designs ändern und so. Alter, das ist brutal. Okay. Ich würde sagen, wir holen hier uns noch eine Level 1 Station. Die können wir uns tatsächlich nicht leisten. Wir sind so Brokies, Alter. Okay, aber ja gut. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten, bis wir genug Geld haben, bis wir wieder eine Level 1 Station hier machen können. Was ist hier? Hier ist ein Hotel. Ah, verdammt. Dachte, ich habe ein Secret gefunden. Es gab beim letzten, wir haben ja schon mal so ein Spiel gespielt. Wir gehen mal vielleicht hier rein und suchen mal ein bisschen. Da gab es nämlich ein Secret. Du hast, Information. Irgendwo hast du da einen PC in der Kiste gefunden. Das würde uns natürlich, das würde uns natürlich am Anfang extrem boosten. Wir gehen mal bei der Nachbarin ins Haus. Das, okay, vielleicht doch nicht. Okay, wir haben 21 Dollar durch die Arcade-Maschine gewonnen. Geil, geil, geil. Ich wette, hier ist irgendwo wieder was versteckt. Oh, da haben wir nämlich was. Ein Eisenbarren. Zwei Eisenbarren. Ich weiß nicht genau, das ist, glaube ich, eine Währung für irgendwas. Ich weiß noch nicht genau, für was wir das brauchen, aber lieber noch ein Eisenbarren. Noch ein Eisenbarren. Für was kann ich den Eisenbarren halt tauschen? Bestimmt für einen Gegenstand im Shop, aber da stand Rubine. Ja, ich kann mir vorstellen, dass in den Läden, die wir... Food? Ah, das kostet schon Eisen, ne? Nee, das kostet auch Geld. Das kostet brutal viel Geld. Würdest du mich verarschen, Alter? Ich kann mir ja gefühlt hier nichts leisten, jo. Aber ich habe halt brutal Hunger auch, ne? Ein Steak 1600, jo. Wir hungern erstmal, Leute. Hilft nichts. 7 Dollar hat er für Arcade bezahlt. Wollt ihr mich verarschen? Das ist ja nix. Ich sammle hier wirklich die Eisenbarren aus den Mülltonnen. Ich hoffe, ich mache das nicht... Aber das sind eine Menge. Ich hoffe, ich mache das hier nicht für nix, ne? Hier waren wir, glaube ich, schon. Ja, hier haben wir noch zweimal Eisen drin. Ich habe jetzt 12 Eisenbarren mir hier rausgefischt, ne? Wenn wir das hier noch nehmen, sind sogar noch mehr. Es muss doch hier was für Eisenbarren geben. Okay, das kostet alles Geld, 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 Geld. Das hier, auch Geld. Ach, Ruby ist wahrscheinlich einfach die... Boah, die Gaming... Die Tastatur sieht anders crazy aus. Jo. Ja, ja, aber es ist nichts. Aber als ob ich das Eisen jetzt für nichts gesammelt habe, ey. Wollen wir mich verarschen? Ah, Cell, hier. Jo. Ah, guck mal, man kann voll viele Sachen hier finden. Hä? Woher? Okay, aber ich kann erstmal das Eisen hier verkaufen. Komm mal ran hier auf den Meter. Genau, Sell-Item. Boom. 50% des Werts. 1000? Ich habe 17.000 Dollar durch das Eisen gesammelt. Ich bin rich. Okay, wir nehmen mal seine Request hier an. Passt mal auf. Zack, zack. Und jetzt gehen wir hier mal wirklich mal ganz dick in den Shop. Also, zuerst mal kaufe ich eine Arcade-Machine. Stufe 2. Wir kaufen jetzt alles Stufe 2. Let's go. Tisch Stufe 2. Stuhl Stufe 2. PC Stufe 2. Boah, ist aber auch schon sehr, sehr teuer, ne? Monitor 2. Dann haben wir eine Tastatur 2 und eine Maus 2. So, jetzt haben wir komplett... Ich muss auch gleich Essen kaufen, ne? Boah, geiles Setup. Damit verdienen wir so viel mehr, glaube ich. Ich kann nicht mehr sprinten. Aber egal, wir müssen Business machen. So, big. Und jetzt hier daneben auch. So, perfekt. Da machen wir PC, Monitor, Tastatur, dann Maus, genau, und Stuhl. Und dann ist das zweite Setup auch fertig. Geil, okay. Da sitzt einer dran. Request, wie viel? Der muss uns dick Moneten geben. 400 Dollar für eine Minute, das ist krass. Und da kommen schon die nächsten, aber die gehen an die Arcade-Maschine, ist egal. Wir gehen jetzt mal wirklich im Schneckentempo zum Essen-Store und holen uns da ein bisschen was zum Mampfen, Alter, weil uns geht's hier gar nicht gut gerade. Ich habe ja jetzt wirklich auch gut Geld. Ich würde sagen, wir holen uns hier wirklich mal ein Steak für 1600. Ach, das sind 16 Steaks. Ah, na, das ist, na, dann ist okay der Preis. So, nice, jetzt sind wir steakmäßig erstmal durch. Wir gehen mal zurück zu unserem Store. Alles belegt, ey. Alles am Arbeiten, alles am Machen. Geil. Und wir haben noch 8.000 Dollar übrig. Das heißt, wir könnten jetzt den Boden ändern oder einen Raum hinzufügen. Ja, das brauchen wir doch nicht. Den Boden ändern. Okay, boah, 20.000, Alter. Das kannst du ja, okay. Wir könnten einen Router. Oh, für 100.000 können wir uns einen Router kaufen. Da kriegen wir Double Money. Aber 100.000? Warum ist alles so teuer, Alter? Ist ja ein Joke. Okay, eine Dreier-Arcade. Können wir uns leisten. Holen wir uns. Und als nächstes da eine Dreier-Setup. Aber das könnte ein bisschen dauern. Ich glaube, das ist tatsächlich deutlich teurer. Lass mal gucken, wie viel kostet denn ein komplettes Dreier-Setup? Der Tisch? Okay, ich glaube, PC ist teuer, ne? 9.000. Ja, ja, also bei dem Dreier-Setup sind wir bei, ich würde sagen, 25.000. Locker, flockig, Alter. Okay, es gibt Lootboxen. Okay, da kann ich hier... Okay, aber wann mache ich denn Plus? Die kostet 2.000. Okay, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Boah, ich kann aber auch so viel Minus da ziehen. Uff. Wollen wir eine Lootbox öffnen? Go! 10.000! Big! Okay, wir gehen nochmal rein, Ich hab Bock, Lootbox, Lootbox. So, 2.000 gezahlt. Und wir ziehen oben rechts. Nein, minus 10.000. Ich hab minus 1.000. Ich bin pleite. Scheiße. Ja, AK 42 Dollar, weiß ich nicht. Ihr müsst ein bisschen mehr zahlen, Leute. Ich bin pleite. Kann ich auch Lootbox machen, wenn ich kein Geld hab? Ja, verdammt, geht nicht. Mann, ich hab ein bisschen die Pleite gespielt mit der Kacke, Alter. Request annehmen und zwar schnell, Alter. Wir brauchen Geld. Aber ich frag mich, wo man... ich vermute mal, diesen ganzen anderen Loot, den kriegt man, wenn man sich in die Gebäude reinsprengt. Oder? Weil wo soll man das sonst herkriegen, wisst ihr? Weil ich habe ja die ganze Map hier wirklich... Ich suche hier wirklich noch verzweifelt nach, ob hier irgendwo ein Eisen ist, Alter, sage ich euch ehrlich. Weil ich brauche hier wirklich die Moneten. Ich bin pleite ohne Ende. Aber dann lohnt sich das ja, da rein zu sprengen, oder? Weil du wirst ja auf jeden Fall mit Plus da rausgehen. Problem ist, wir können uns das halt nicht leisten. Also Plus hin oder her. Wir können uns das D&D nicht kaufen. Oh, nice, nochmal zwei Eisen. Außer wir gehen jetzt wirklich dieses High Risk und spielen nochmal. Sollen wir nochmal spielen, Leute? Aber wir könnten auch minus 100.000 hitten, ey. Und dann haben wir wirklich die Arschkarte gezogen. Auf der anderen Seite könnten wir natürlich auch fett abcashen, Alter. Ich weiß nicht. So, Request annehmen, so. Und da müssen wir Gott das Eisen abliefern. Wir haben wieder genug Geld. Lootbox. Ey, ich kann ja doch sehr, sehr viel... Okay, das war anscheinend ein TNT. Verdammte Scheiße, Alter. Info, war das ein TNT? Ja, Customer explodiert, einer. Ich habe einfach Geld verloren, weil meine Kunden explodieren, hä? Oh Mann, ey. Ja, mir reicht's jetzt, ich gehe hier. Lootbox, rein da. Es ist schon wieder explodiert. Das bitte! Nein. Minus 100.000? Bruder, wir müssen Privatinsolvenz hitten. Ich hab wirklich das Schlechteste gezogen, kann das sein? Jo, das ist ja... Also, oh nein. So, nach einer kleinen Privatinsolvenz haben wir das Problem doch wieder gelöst. So, ja. Also, von den Dingern sind wir jetzt erstmal los. Ich würde sagen, wirklich diese Arcade-Machine, die feiere ich. Die geben sehr viel Geld. Das heißt, wir brauchen hier vielleicht wirklich... Ja, eine Zweier ist halt recht günstig, ne? Aber eine Dreier gibt viel mehr Cash. Man kann ja nicht immer Pech haben, oder? Ich habe nicht mal 2.000. Oh Mann, ich bin so broke, ich kann nicht mal die Lootbox öffnen. Das ist ja ein Skandal, ey. Oh, nice. 1.600 bekommen. Unten links. Ich bin rich. Darf ich ja wohl nicht wahr sein. Wie kann man denn so viel Pech haben mit dieser Lootbox? Es muss doch irgendwann auch mal ein Big Hit kommen. Ich kann da nicht immer nur verlieren. 2.000. Es ist das letzte Mal die Lootbox versprochen. Ich will doch nur einmal was Grünes hitten. Ich hatte doch nicht einmal was Grünes. Hier, grün. Ich mache No Look. Null? Hä? Es gibt Null? Oh Mann, ey. Das zählt ja nicht. Null ist ja Wiederholung. Okay. Ich mach nochmal das Back-to-Back. Es kann ja nicht zweimal rot sein. Okay, wir haben gerade eine Quest geschafft. Ich muss direkt mal zurück zu dem Händler. Ich bin jetzt hier aber gerade dabei, hier ein weiteres Setup noch zu bauen. So, okay, der will, dass ich ihn annehme. Zack, so. Hier ist ein weiteres Setup, ein drittes Setup. Ich kann eigentlich gefühlt fast ein viertes Setup machen. Dann machen wir hier den PC hin, hier den Monitor, Tastatur, Maus. Und es fehlt uns eigentlich nur noch ein guter alter Stuhl. Kaufe ich Level 2 natürlich. Ey, jetzt haben wir schon 5.000 plus zwei weitere Setups. Plus noch ein PC und eine... So, der will angenommen werden. Wartet. Bam. Boah, 780 Dollar, Alter. Das scheppert. Okay, und die beiden behalten einfach in der Rückhand. So, wir gehen mal kurz zu den Questmacher. Denn der hat eine Quest. Und ich glaube, das gab dicke Baba-Belohnung da streckenweise. Was hatten wir jetzt hier? Eine Arcade-Machine Level 2. Na, okay. Was gibt denn die letzte Quest? 12 Emeralds, ein PC, zwei Mäuse, eine Mindstation. Da muss ich Geld. Speisen haben. Und die Küche schalte ich erst beim dritten Raum frei. Also ich muss ja. Okay, wo packe ich das jetzt hier hin? Hier einfach hin. Ist ein bisschen eng, aber passt schon. Ich glaube, wir haben Requests. Ich glaube wirklich, ich muss diese Stufe 1 Dinger abreißen. Die bringen mir zu wenig Geld, Alter. Das ist einmal das hier. Warte mal, da kaufe ich aber noch. Was brauche ich denn alles? Quest so. Da brauche ich einmal den Tisch. Da brauche ich die Maus. Da brauche ich den Monitor. Und den Rest habe ich eigentlich, oder? Und wir brauchen noch mal eine Arcade-Machine. Da können wir vielleicht sogar eine... Na, okay, 3er ist ein bisschen teuer. Nehmen wir eine 2er.
Aber volles Haus hier, ne? Das geht ab, Alter. So. Nachts haben die Leute Bock hier, Alter, zu zocken. So, habe ich irgendeine Request? Ne. Boah, jetzt gibt's gleich die Kohle. 3, 2, 1, Cash. 392, schmeckt. Und da ist die Maschine, die ich jetzt gleich abreißen werde. Bupp. Und zack, tun wir die hin. Je mehr Maschinen, desto mehr Kunden. Desto mehr Kunden, desto früher schaffen wir die Quest. Das könnte auch eine weitere Taktik sein. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt wirklich mal für eine Arcade Machine 3. 7000. Aber vorher ändern wir das Gerät hier. Boah, 1400 für Arcade. Okay, warte, jetzt müssen wir hier schnell sagen. Das bauen wir ab. So, das bauen wir auch ab. So, jetzt bauen wir hier den besseren Tisch hin. Besseren PC, besseren Monitor, Tastatur. Das war falsch. Zack, zack. Und die bessere. Der bessere Stuhl. Das ist aber ein Level 1 Stuhl. Warte mal, ich brauche einen besseren Level 2 Stuhl. Wartet, wir gehen in den Shop. Stuhl Level 2. So, kurz Lieferung abholen. Wir haben auch gleich 7000, Alter, für eine neue Arcade-Maschine Stufe 3. So, zack. Und jetzt haben wir die Station auch. Wir haben ein paar Leute zum Annehmen, glaube ich. 1100 für 3 Minuten, da sage ich doch nicht nein. Ich habe jetzt aber einen Haufen Level 1 Kram. Kann ich den irgendwo verkaufen? Angestellte wäre auch geil, ne? Hä? Guck mal, es gibt Leute, die bezahlen nicht. 1200 in 8 Minuten ist ja eigentlich nichts, oder? Den holen wir uns. Wir haben uns jetzt einen Leibwächter geholt. Oh, hier ist er. Harmin. Es gibt nämlich Leute, die spielen Arcade und bezahlen nicht. Und der sorgt jetzt dafür, dass die Leute immer bezahlen. Geil, geil, geil. Da cashen wir jetzt noch mehr ab. Das ist gut. Guter Deal. Warte, ich habe Leute zum Annehmen. Die anderen Angestellten kann ich mir halt alle noch nicht holen. Weil das ist einmal ein Koch, ein Kellner und einer, der die Sachen von selbst annimmt. Aber der kostet 200.000 aller 16 Minuten. Den kann ich mir am Leben nicht leisten. Ja, Mogi, wir können uns eine Arcade Machine. Stufe 3 haben wir uns jetzt hier gekauft. Ich bin gerade nicht gesprungen, das war Mogi, der auf meine Leertaste gelatscht ist, ne? Funny Fact. Ja, ist ein bisschen eng hier alles vom Platz her, ne? Aber passt schon. Stufe 3. Geil. Ist hier jemand zum Annehmen? Ja, da hinten in der Ecke sitzt jemand. Den nehmen wir natürlich sofort an. Boom! Oh, 1280, das Ding schon eingespielt. Geil. Und wir sollten, was die Quest angeht, auch eigentlich massive Schritte machen. Ich guck mal, was wir für die Quest kriegen. Okay, wir haben schon 79 von 200. Da kriegen wir einen. Dann kriegen wir 3 PCs Level 2. Das ist schon big eigentlich, ne? Das ist schon geil. Ja, PCs laufen besser als Arcade. Ich würde sagen, wir brauchen hier noch ein. Na, aber ein 3er-Setup ist zu teuer. Wir machen noch ein 2er-Setup. Ach Gott, ja, kann mir nicht mal ein 2er-Setup leisten, merke ich gerade. Verdammt. Okay, hier. So, wir können aber schon mal die ersten Bauelemente hier aufstellen. Boah, jetzt wird es aber ganz schön eng, ne? Jetzt wird es brutal eng, merke ich gerade. Ich habe keinen Platz mehr, Leute. So eine Kacke, ey. Was fehlt uns jetzt hier noch? Uns fehlt eine Tastatur. Wir gehen in den Shop. Tastatur. Eine Maus. Oh, Mausstufe 3. Wir haben unser erstes Stufe 3 Objekt. Ah, verdammt, und ein Monitor fehlt uns auch noch, ne? Oh, jetzt können wir uns schon den Monitor nicht leisten, oder? Oh, oh, ja, tatsächlich nicht. Wir müssen ein bisschen warten, bis ein bisschen Geld reingekommen ist. Aber jetzt das erste Level 3 Teil, ey. Ich glaube, das casht gut ab. So. So. Jetzt sollten wir inzwischen auch genug Geld. Nee, immer noch nicht. Na komm. Na spring. Oh, mir fehlen 28 Dollar. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Mann, ich will das nächste Setup für fertig machen. Da fehlt mir noch ein Monitor. Und ich will jetzt halt keinen Stufe 1 Monitor dahin klatschen. Das muss schon. Ja, geht doch. So, Stufe 2. Jetzt haben wir hier eine Lieferung bekommen. Boom, boom. Platzieren den guten hier. Zack. Geil. Nächstes Setup. So, ich habe ein paar zum Annehmen, glaube ich. Wartet mal. Oh ja, 300 Dollar. Okay, nicht die Welt, aber ist in Ordnung. Jetzt haben wir 5 PC-Setups und 5 Arcade-Machines. Das ist doch super. Und Angestellten haben wir auch schon. Aber wie viel kostet der erste Bonusraum? Boah, 80.000, alter Spiele. Ich weiß, welche Taktik ich jetzt fahre. Ich tausche jetzt nach und aber ich habe jetzt auch ein bisschen gar keinen Platz mehr. Das heißt, wir können jetzt hier so gesehen auch gar nicht mehr so mehr Setups bauen. Ich bin jetzt eher daran, dass ich die Setups, die ich habe, nach und nach upgrade. Ich habe jetzt hier noch eine Dreier-Maus gekauft. Das heißt, wenn der erste von denen hier fertig ist, also der hier, ich kann sogar noch eine kaufen. Wartet mal. Da kann ich mir sogar 2 leisten. Oder ich kaufe noch eine Tastatur. Ja, Stufe 3 Tastatur. Hol die schnell ab. Und dann upgrade ich mal in der Ecke hier hinten. Schon mal, hier bei dem hier. Schon mal Tastatur und Maus. Und dann mache ich quasi alles nach und nach auf Stufe 3. Ich glaube, das ist klüger, weil dann kriege ich halt auch mehr Geld, als jetzt auf ein volles Setup zu warten. Das dauert zu lang. Das ist taktisch nicht so klug. So, jetzt machen wir das alles weg. So, jetzt machen wir 2 Monitor, aber dafür 3 Maus und 3 Tastatur.
Jetzt kriegen wir da mehr Cash. So. Und wir haben auch schon wieder genug Geld für noch eine Dreier-Tastatur. Die würde ich sagen, packen wir hier hin. Dann haben wir hier direkt auch, weil hier haben wir ja schon die Dreier-Maus hingestellt. So, jetzt schnell. Muss es schnell gehen, Alter. Muggi, keine Zeit, es muss schnell gehen. So, zweier Monitor ist okay. Wir wollen aber die Dreier-Maus und die Dreier-Tastatur, die ich noch in der Lieferkiste, glaube ich, habe. Oh Gott, da kommen 1000 Leute. Ach du Scheiße. Dreier-Tastatur, ganz schnell jetzt. Bam. Warte mal. Das ist ein Pro-Gamer, glaube ich. Der spielt so, ey, wie die richtigen Zocker, Alter. Junge, okay, das ist mir egal. So, hier, oh, $700 für eine Minute, das schmeckt. So, wir haben auch schon wieder genug Geld. Wir können jetzt hier auch schon wieder die nächste Dreier-Tastatur uns gleich kaufen. Nämlich genau jetzt. Perfekt. Können wir die hier direkt irgendwo austauschen? Ne, wir sind tatsächlich voll besetzt. Aber der ist gleich durch. Dann können wir hier direkt die ganze Geschichte abbauen. Und schau, hau rein. So, Monitor. Dann wollen wir die Zweier-Maus. Und die Dreier-Tastatur habe ich hier schon wieder. Ich vergesse die immer da aus der Kiste abzuholen, ey. Hier haben wir die Dreier-Tastatur. So, perfekt. Haben wir irgendeinen zum Annehmen? Oh ja, jetzt ist da einer rangegangen und der verbringt uns 1100 für 2 Minuten. Meint ihr, es gibt irgendeine Stelle, wo ich den Kram, den ich jetzt hier habe, weil den brauche ich ja nicht mehr, kann ich den hier auch verkaufen? Warte mal, das wäre geil. Das geht! Ich verkaufe meinen ganzen alten Kram. Oh, big, big, big. Ja, jetzt haben wir richtig viel Geld. Also, naja, geht so, ne? Aber 7100. Das ist doch nicht verkehrt. Und wir sollten eigentlich auch gleich eine Quest abgeschlossen haben, tatsächlich. So, bum, bum. Die haben wir beide. Ich würde halt die schlechten Arcade-Machine gegen Dreier austauschen. Weil die geben halt 180. Das verbraucht mir hier nur Platz, wisst ihr? Da würde ich lieber mir noch ein Setup hinstellen. Ja, ja, das machen wir so. Okay, warte mal. Das heißt, wir brauchen jetzt eine Dreier-Arcade. Bumm, haben wir gekauft. Easy. Dann reißen wir... Warte mal, das ist eine Dreier und das ist eine Dreier. Und das sind alles Kackwelche. Okay, gut, hab verstanden. Ist hier einer zum Annehmen gerade? Nee, alles läuft, Alter. Wir haben 10 Kunden gleichzeitig in unserem Ding, ne? Das ist krank. Bei 250 schaffen wir eine Quest. Wir haben 116. Na gut, dauert noch ein bisschen. Oder waren es 150? Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr. Okay, die ist jetzt frei. Das ist aber... Warte, wir können hier einfach... Hier, wir haben ja genug Platz. Hier tun wir noch eine hin. So. Einfach die Kunden boosten, wisst ihr, für die Quest. Alter, 1500 haben wir da bekommen. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt weiter mit den Tastaturen. Ich würde sagen, wir machen ruhig weiter mit den Tastaturen. Das ist, glaube ich, eine gute Taktik gewesen, die man da gefahren hat. Ach du heilige Scheiße. Alles im Arsch, Alter. Wollt ihr mich veräppeln? Weil jetzt kann ich hier aber gleich mal alles ein bisschen fresher bauen, wenn schon alles weggesprengt wurde. So. Wo sind meine Tische? Mann, Mucki, wird alles in die Luft gesprengt. Verdammte Kacke, Alter. So. 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 Okay, das Setup steht. Jetzt das nächste. Ja, ist ein bisschen eng tatsächlich. Mach mal so. So. Ich glaube, da ist ein Monitor kaputt gegangen. Ne. Mir ist bei der Sprengung ein Monitor kaputt gegangen. Ja, Arschgeigen, ey. Ah, nee, hier ist er doch. Hä, bin ich doof? Komm, ich bin komplett blind, hä? So. Oh, big, 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 Mann. Ja, wieso explodiert denn das jetzt so oft, ey? Hä? Ach, ich konnte meinen Angestellten nicht bezahlen. Deswegen ist der weg. Deswegen explodiert das jetzt hier dauernd. Oh man, Alter. Das ist wirklich... Also der Angestellte ist ja arschwichtig. Ja, also da müssen wir mal darauf achten, dass wir genug Geld haben. Damit, wenn der bezahlt werden muss, nicht, verschwindet. Boah, also ohne den Angestellten läuft hier ja gar nichts, Alter. So, wir machen... Weil ja, beginnen wir jetzt wirklich hier in der letzten Ecke. Wir nutzen jeden Millimeter. So. Und jetzt zack, zack. Und zack. So, jeder Millimeter wird jetzt hier genutzt, Alter. In der Butze, Alter. So. Kann jetzt hier noch jemand stehen? Ich glaube schon. Also ohne den Sicherheitsmann ist ja wirklich hier eine Full-Katastrophe. So, zack, 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 zack. So, ich muss bestimmt irgendeine Request annehmen. Ja, 3 Stück sogar. So, durch das neue Platzmanagement können wir jetzt hier gut deichseln. So. Müsste ich nicht langsam mal die Quest geschafft haben, sag mal, ey. Und jetzt haben wir hier... So. Warte mal, die Tastatur. Ah, ich bin Level 3. So. Passt. Und PC natürlich. So. Und wir haben Leute zum Annehmen, glaube ich. Nee. Okay, Business läuft, Leute. Jetzt haben wir 6, 7, 8, 9. Wir haben 11 Plätze. Wir können aber, glaube ich, wenn wir hier, können wir auch noch eine Arcade hinklatschen, ne? Wirklich. Ah, wir müssen alles voll klatschen hier. Geld, 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 Leute. Warte, wir haben welche zum Annehmen. So. Die zwei. Wir haben.
Wir haben halt die Quest gleich und das bringt uns zwar so gesehen jetzt nichts, diese ganzen Tools, aber die können wir alle verkaufen, ne? Das bringt, glaube ich, gut Geld. 200, ne? 3 PCs Level 2. Okay, wie viel werden wir dafür kriegen? 1500 vielleicht? Mehr nicht. Ist natürlich jetzt auch ein bisschen mau. Meint ihr erstmal so ein Billig-Arcade? Meinen, warum nicht, oder? 1250, können sogar 2 kaufen. Ich meine, die erwirtschaften ja auch Geld. Also plus wirst du mit denen natürlich auch machen. Nicht so viel, aber hier und hier. Okay, warte, das geht nicht. Verdammt, wo stelle ich denn das Ding dann hin? Ah, das geht auch nicht. Okay, jetzt wird es platzmäßig hier langsam eng tatsächlich. Ah, das geht auch nicht. Verdammt, ich habe eine, die ich nicht platzieren kann. Ich habe es wirklich optimal vollgestellt. Vielleicht daneben? Nee, ah, auch nicht. Schade. Leute, okay, gut, die müssen wir, die war zu viel. Die passt nicht hin. Nicht so schlimm. Unsere erste Stufe 3 Monitor, Alter. Let's go, hier hinten nehme ich bei dem hier. So, du kriegst jetzt hier wirklich den Baba-Butzen-Monitor. Pass mal auf. Also, Tastatur, Maus. Wir gehen zum Lieferanten. So, da kommt wieder eine komplette Armee an Leuten, die bei uns rein wollen. Wirklich eine komplette Kolonne, ey. Und jetzt der Stufe... Hä, Stufe 2? Warte mal, ich habe den falschen Monitor gekauft. Kann das sein? Nee. Ah, hier ist er doch, Stufe 3. Ich bin doof. Hier. Der erste Flat-Screen. Hä, zählt das? Oha, sieht voll cool aus so, ne? Mit schräg. Boah, ich bin gespannt, wenn der erste dort dran ist, wie viel Cash wir dafür kriegen. Okay, maybe Crests? Nee. Da muss einer ran, jetzt da hinten in die Ecke. Da werden wir so abcashen, glaube ich. Und es steht einer dran für 4 Minuten. 3000. Aber gar nicht so krass viel eigentlich, oder? Aber der hat auch noch eine, glaube ich, eine... Ist das die... Nee, das ist auch noch eine schlechte Tastatur. Ne? Der hätte jetzt auch die Tastatur... Oh, ich habe 9K. Das heißt, wir können jetzt den ersten Stufe 3 Monitor, PC kaufen, glaube ich. Ich werde ganz nervös. Boah, 9000. Ich habe alles ausgegeben, was ich hatte, ne, für den. Ist aber gerade alles besetzt, Leute. Ich kann hier nirgendwo, kann hier nirgendwo gerade den PC platzieren. Aber die sind gleich alle fertig hier. Da hinten ist einer zum Annehmen. Zack. Uiu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 
dann kriegen wir mehr Kunden, dann kriegen wir schneller auch die Quests. Aber wir haben, würde ich sagen, für die erste Episode sehr, sehr viel geschafft in unserem geilen Store. Wenn ihr den zweiten Part sehen wollt, wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Wir müssen upgraden, Räume dazu kaufen. Wir müssen eine Gaming-Küche kaufen, wo es Pommes und so ein Kram gibt. Geil. Wir müssen die Secret-Räume aufsprengen. Es gibt so viel noch zu erledigen. Lasst ein Like da für den zweiten Part. Würde mich sehr, sehr freuen. Abonniert den Kanal kostenlos und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson. Ciao.